Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema Noel aus Liebe zum Film. Ja, zurück aus meinem Auslandseinsatz sozusagen melde ich mich jetzt hier aus meinem Garten und es sind gefühlte 60 Grad im Schatten ohne irgendeinen Wind. Also die Luft kannst du hier direkt schneiden. Mir läuft die Soße auch ohne Ende runter. Also falls ihr hier irgendwelche Schweißperlen seht, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ja, zu Hause angekommen, endlich haben mich dann ein paar Pakete erreicht, auf die ich schon lange gewartet habe. Hier zum einen meine Nameless-Bestellung mit den verschiedensten Mediabooks aus dieser letzten Sonderaktion und dann hier noch was von Cape Light Pictures. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit Cape Light Pictures hier. Ich habe auch noch eine zweite Kamera auf hier vorbereitet. Ich weiß jetzt nicht, ob die so gut filmt, wie das soll, aber das sehen wir dann schon. Ja, vielleicht tue ich sie so ein bisschen mehr in diese Richtung machen. Wäre vielleicht gescheiter, weil da drüben ist zu viel weiß und dann kriegst du es nicht hin. Oh, okay. Okay. Okay, also dann haben wir hier schon mal die zwei Filme, die höchstwahrscheinlich bald jetzt von Cape Light Pictures erscheinen werden. Ich muss jetzt hier spicken, weil sonst sehe ich nichts auf dem Display. Flashback und VX haben wir hier. Die erscheinen demnächst im Programm von Cape Light Pictures und die darf ich dann euch auf meinem Kanal präsentieren und auch rezensieren. Und dann seht ihr hier nochmal zum einen ein spannender Thriller und zum anderen so ein Horror-Thriller. So, jetzt ja. Denke ich mal, haben wir es ganz gut. Kann ich auch schon mal die Rückseiten zeigen. Ja, und davon wird es jetzt demnächst auf meinem Kanal noch die Reviews dazu geben. Und hier haben wir dann eben das Paket, auf das ich schon lange gewartet habe, das eben nicht mehr ganz so rechtzeitig kam. Es kam zwar am Abend, bevor ich abgereist bin, aber da war einfach keine Zeit mehr, ein Video zu drehen. Und jetzt, wo ich bei Julien gewesen bin, unter anderem auch mit dem Zimmy und so, haben wir da andere Sachen gefilmt als das hier. Ja, hier steht ja eigentlich, hier öffnen. Man muss nur lesen können, da braucht man nicht einmal ein Messer dazu. Wobei, hier braucht man schon ein Messer. Also gut, schneiden wir mal hier rein. Und hier rein. So. Oh, gab es da noch einen Gratisfilm? Aha, da oben ist die Rechnung drin. Okay, das können wir jetzt nicht machen wegen Datenschutz. Ich habe noch nie was direkt aus dem Shop bestellt. Werbung für Sky Sharks gibt es dann auch noch hier. Ja. Spannender Titel für mich als High-Film-Fan sowieso. Dann haben wir hier die Rechnung. Aber bezahlt ist es schon. Dream Cruise, Albtraum aus der Tiefe. Dies ist ein Geschenk für dich von deinem Nameless-Team. Also man sieht es, wenn man hier was bestellt hat, weiß nicht, ab welchem Bestellwert gab es dann noch einen Gratisfilm dazu. Dream Cruise haben wir hier. Ja, herzlichen Dank, schöne Überraschung. So, und dann haben wir hier, kann ich euch schon mal zeigen, alles schön verpackt mit Luftpolsterfolie. Ein Haufen Mediabooks. Ich hatte ja da einen Livestream auf Kanal Phänomenal gemacht und dann habe ich von dieser Aktion erfahren. Und dann haben wir da zusammen online eine schöne Bestellung gemacht. Also ihr seht es, definitiv Kanal Phänomenal lohnt sich auch für Filmfans unter anderem. Also dann fangen wir mal an. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles bestellt habe. Mit Urban Justice hier. Ja. Film mit Steven Seagal und Eddie Griffin. Ich werde die jetzt nicht extra auspacken, da gab es ja schon unzählige Unboxings auf diversen Kanälen. Das müssen wir jetzt nicht machen. Also eins, Numero uno. Dann haben wir Rapid Fire mit Brandon Lee hier. Also so schaut das aus. Limitiert auf 500 Exemplare. Eigentlich ist da auch ein bisschen B-Ware, glaube ich, dabei. Oder irgendwie nichts Limitiertes. Aber ihr wisst es ja, mir ist es völlig egal, ob irgendwas limitiert ist oder nicht. Ich kaufe es mir, wenn es mir gefällt. Und ob das jetzt auf 1 Million limitiert ist oder auf ein Stück, das ist mir völlig egal. Ich bin da nicht so der Hansel, der sagt, oh, das ist jetzt nur auf 11 Stück oder 111 Stück limitiert. Das muss ich unbedingt haben, weil das so selten ist. Ja,
Genau. Dann haben wir noch Road to Hell hier. Die waren jetzt alle im Schnitt so um die 10 Euro. Jetzt nagelt mich nicht fest auf den Preis, aber ihr habt es vielleicht auch schon auf dem einen oder anderen Kanal gesehen. So zwischen 10 und 15 Euro waren die ganzen Mediabooks. Also ich kann jetzt hier noch nichts großartig festmachen, dass irgendwie B-Ware, vielleicht die Folie ist hier unten eingerissen. Ja, das kann sein, das kann doch mal passieren. Ah, hier hinten steht es drauf, B-Ware. Also hier und dann hier, wo eigentlich die Limitierungsnummer drauf ist. Jetzt kann ich hier bloß nicht zu nah dran gehen, sonst fokussiert er nicht mehr. Steht dann B-Ware drauf. Wie sah das jetzt hier mit diesen Artikeln aus? Limitierungsnummer, Limitierungsnummer, Limitierungsnummer. Also das hat hier gepasst. Dann haben wir hier eins als B-Ware. Jawohl. Und dann haben wir hier nochmal so einen schönen, gesunden Stapel. Ja, also dann legt man das gleich hier rein. Wir wollen ja nicht spoilern. So, und dann schauen wir, was hier noch dabei war. Running Out of Time 1 und 2. Ja, auch ganz normal. Hier ohne irgendwelche Schäden haben wir hier am Start. Das legen wir einfach hier mit drauf. Was haben wir hier noch? Oh, das ist aber schön. Ghost in the Machine. Oh, das schaut ja richtig schön aus. Sehr toll. Da habe ich mich dann auch beraten lassen während des Livestreams, welche Filme sich denn noch von den älteren Streifen lohnt, die ich noch nicht kenne. Und da habe ich dann auch ein paar Empfehlungen bekommen aus der Community während des Livestreams. Also ihr seht das, das macht immer Spaß. Livestream lohnt sich. Und so haben wir gemeinsam hier Spaß und teilen unsere Leidenschaft. Weiter geht es mit Malone. Burt Reynolds. Sehr schönes Mediabook, gefällt mir auch. So, und dann kommen wir schon zum letzten. Und zwar die Todeskandidaten haben wir da noch hier. Auch das super. Also es war nur ein B-Waren-Exemplar mit am Start. Und dann haben wir hier eben die Ausbeute 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Mediabooks aus der Aktion. Denke mal, kann sich durchaus sehen lassen. Wenn ihr hier von Einzel-Unboxing speziell sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Ich werde mal gucken, was mir vielleicht besonders speziell gefällt, was ich jetzt hier noch einzeln archiviert haben möchte auf meinem Kanal. Kann auch sein, dass ich alle unboxe. Je nachdem werde ich das dann tun. Aber wenn ihr speziell was sehen möchtet und sagt, hey, das habe ich noch nicht gesehen oder präsentiere das doch mal in deinem Stil, dann mache ich das natürlich gerne. Und dann haben wir hier noch die beiden Cape Light Filme und dann natürlich auch noch den Gratisfilm von Nameless namens Dream Cruise. Jo, so viel einmal dazu. Weitere Videos von meinen Auslandseinsätzen, muss man sagen. Da fehlen ja noch ein paar aus Italien auch und jetzt eben zuletzt von meinem Ausflug beim Julian mit dem Zimbi zusammen. Da kommt einiges noch auf euch zu, auch noch ein paar andere Videos habe ich da im Petto, aber die werden jetzt dann so nach und nach geschnitten. Für Material ist definitiv gesorgt, für abwechslungsreiches Material. Da warten auch noch ein paar andere Reviews, wie zum Beispiel Salo, die 120 Tage des Sodom oder aber auch vieles mit Jet Li plus diesem Mediabook von Just Bridge. Also ihr seht es, es geht munter weiter von wegen Sommerloch. Das stopfen wir hier schon auf, Sinne Manuel. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zugucken, meine Freunde. Auf bald und Servus.